ist wie ein Sohn für mich. Das sehe ich. So, wie steht's denn um meine Innereien, Freunde? Nur mal so, als Frage. Also, wie sieht's da unten aus? Junge, ich hab dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden könnte. Geil! Ich hab noch eine künstliche Leber dazu gepackt. Deine alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Ewiges Leben, ich komme. Hört sich gut. Wo ist Wald? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Wer hat dich gebracht und sonst niemand? Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Du hast mich als Watson hergebracht? Watson? Das warst du? Reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruhe dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Okay. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Wie viel hast du bekommen? Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht, war zu schnell dafür, hm? Deck wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Was willst du? Also, was willst du? Story? Krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Geh dich einen Scheiß an. Alter, nix damit zu tun, so. Dass sie Alter entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Aha, und? Und? Einer unter den Vieren. Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Aha. Interessant. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Mhm. Bisschen Tequila. Während wir unsere Hand in die Flasche reinrammen. Das ist also vor, dich mit dir heute zu treffen. Alt wollte dich heute Abend treffen. Hat gesagt, sie könnte meine Hilfe gebrauchen. Aha. Hatte auch Grund dazu. Saka hat es schon mal probiert. Nur, dass Alt ihn damals durch die Mantisklingen schlüpfen konnte. Scheiße. Sie hatte Angst und hat sich an dich gewendet? Ja. Und ehrlich gesagt verstehe ich langsam, warum. Was wollen die von dir? Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Trumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Aha. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Mann, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Anscheinend. Verlasse die Klinik. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower.
um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Aha, interessant. Der fährt aber auch Auto wie ich, ey. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Johnny ist ja richtig charmant, wenn es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Sitz. Entspann dich. Ah, ist klar. Erkundige dich nach Rogue. Ja, hier. Heute ist dein Glückstag. Oh, danke. Was, um die Kehle zu ölen? Nein. Das Übliche. Doch. Mensch, so hat man damals bezahlt, krass. Rogue gesehen? Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide werdet nicht mehr... Falsch gehört. Gut, weiter geht's. Das Afterlife sah mal ganz anders aus, krass, ey. Verficktes Teil. Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Na dann. Und was ist jetzt? Kannst du dich ins Knie fecken? Na, danke auch. Du weißt, mit wem er gelabert hat. Ich brauche einen Namen. Ich schaff's einfach. Na, okay. Verpisst euch. Arasaka-Schweine? Eventuell. Hey. Hallo? Nichts. Nichts. Hast du vergessen, wem du den Job gegeben hast? Nope. 3 Minuten, um aus dem Gebäude zu kommen. Keine Kiroshi-Technik. Jetzt nicht, okay? Ah, okay. Johnny. Hey. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Mhm. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. John. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Alles klar. Braucht deine Hilfe. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion geht. Ich glaube nicht, dass er noch aufkreuzt. So sehr, dass er selbst nicht mehr aufgekreuzt ist. Bringt also nichts, hier rumzusitzen. Anscheinend. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Oder dass du hinter meinem Rücken 3 Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war. Wow, wir hatten was mit der Scheiße. Das war dein neuer Partner. Ich muss schon sagen, dein legendärer Charme überbewertet. Oder mit dem Alter abgeschlachtet. Das kann auch sein. Job für uns Rockstar. Oder willst du hier nur groß labern? Hör zu, ich bin geschäftlich hier. Ich hab einen Job. Mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und auch. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezeigt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Mal. Diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Das ist eine wichtige Geschichte. Geld spielt keine Rolle, hat mit Arasaka zu tun. Das Doppelte. Das Doppelte.
Doppelte eurer üblichen Rate. Dreifache. Und du kommst mit. Und wenn sie dir nicht traut, ist auch nicht. Abgemacht. Deal. So ist es. Dringend. Allerdings. Johnny, hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand. Aha. Sie werden uns begleiten. Klar, kann ich noch austrinken? Ja, lass mich noch austrinken. Oh Mann, ich liebe die Waffe. Oh ja. Oh ja. Wow. Sehr schön. Warum kann ich nicht sliden? Ah, so, okay. Boo. Na, okay, sehr gut. Okay. Hallo? Ach so. Muss es noch drücken. Na dann. Sehen wir, was wir tun können. Hey! Erwischt. Eins und zwei und... Ah, fuck. Drei. Puh, wenn du keinen Schaden machst, kann ich doch nichts für. Oh yeah. Nice. Wow, 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 Bruder. Das ist Thompson, also. Und das ist ein Porsche. Glaube ich. Keine Ahnung. Kommen den Arasaka-Agenten. Na dann, Thompson. Zeig, was du drauf hast. Oh yeah. Zwei? Gar nicht so übel. Einen haben wir noch, oder? Nee, hab ich erwischt. Anscheinend. Unser Auto fliegt aber auch gleich in die Luft, habe ich das Gefühl. Jetzt? Wir müssen die loswerden. Kommst du zurecht? Ja, ja. Ich schon, warum fragst du?
Ah, verdammt. Können wir aussteigen? Also da. Wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Als Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower. Haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Ich spiele einen Gig. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporter-Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Oh, nice. Los geht's, würde ich sagen. Hallo? Nimmst du die ganze Sache auf? Ja, natürlich. Warum? Bist du jemanden da im Grüßen? Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Der hat eine D5 Copperhead. Und die hat so eine Tech-Schrotflinte. Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihn nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Ja, das war. Das was, wenn jemand eine Aufzeichnung von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen? Sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Kommen wir hart nicht. Ein Kontakt! Oh, greif an! Wir müssen den Mainframe finden. Und jetzt konzentriert. Jetzt komm ich! Nein, nein, nein! Du darfst nicht! Weiß nicht. Deckung. Hast du überhaupt eine Knarre? Ja, oh, der hat sogar eine ordentliche Knarre. Okay. Puh. Ja. Wow, 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 wow. Hinter mir? Wo? Oh yeah! Wir rasen hier einfach durch. Hallo? Was so? Alter! Die Mucke ist so nice. Aber ich glaube, die Mucke spinnt hier gerade ein bisschen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eventuell. Öffnen. Nee. Ja, oder so, ne? Finde alt. Wow.
Na komm ran hier. Oh, ach so, das war ein Boss. Alt. Ich rate dir, sie nicht zu spielen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr. Alt? Tu mir das nicht an, komm. Komm schon, tu das nicht. Ist sie. Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Gibst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins. Filmst du noch? Ändert nichts. Sie ist. Fuck, warum haben wir ihn. Warum haben wir ihn umgebracht? Warum machen wir das? Was macht Johnny da? Was zur Hölle? Alter, diese Mucke dröhnt immer noch. Ist das nur in-game? Ja, ne? Alter, ich hasse diesen Musikbug. Was ist aus Thompson geworden? Digga, das nervt. Digga. Alter, willst du mich verarschen? Wir haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Arschgeiger. Wollte Alt von Anfang an nur ausnutzen. Dass Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Das wäre seine verkackte Story. Den Aufnahme hat Thompson sie jemals veröffentlicht? Die Aufnahme. Was hat Thompson damit angestellt? Hat er sie jemals veröffentlicht? Scheiße, nein. Das hat er mir nie erzählt. Hat es mir einiges über Alt nicht erzählt. Ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass sie ein Paar war. Dass sie Soul Killer geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ist nett. Es nervt immer noch. Blödsinn. Aber kein Scheiß. Hab schon zu viele Stories gehört, in denen Runner sich ins Netz immer dann verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du es herausgefunden? Wann hast du das herausgefunden? Als sie mich kontaktiert, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Warum? Was? Wieso? Wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse, weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Was hast du getan? Und? Was hast du getan? Hab mir zwei thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Edwards könnte Alt bereits aufgespürt haben. Weißt du, dass Alt immer noch da ist? Das ist ein halbes Jahrhundert her. Du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Edwards hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Die winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen die freie KI. Die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao letztlich die Ghost City gebaut. Aha, krass. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast du es selbst gesagt? Sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie den Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Irgendwie ja, ne? Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie Lass Arasaka ficken brüllen. Jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab.
Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Blackwall. Wo niemand an sie herankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen. Um mit Hall zu reden, sie zu kontaktieren. Katsching. Naja, dann zurück.